Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Last Chance for Make-up Video für dich und zwar geht es heute nur um High-End. Also das sind echt, also ich weiß nicht, wie viel 100 Euro ich hier gerade in meinen Händen halte, aber ich glaube, es sind schon sehr, sehr hochpreisige Produkte. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird hier auch eine ziemlich bombastische Verlosung geben und zwar habe ich hier, halt wirklich nur so High-End-Produkte drin. Da ist drin von First Aid Beauty ein Face Cleanser, von Glow Recipe eine Moisturizing Cream, ein Lipstrobe von Huda Beauty, eine Hand and Body Lotion von Boss, von Clinique eine High Impact Mascara, von IT Cosmetics die CC Plus Your Skin But Better Cream, von Sephora ein Augenstift und ein Mini Lidschatten, von Boss ein roter Nagellack, von Downtown Paris ein Highlighter in Liquid, von Aiko ein Lidschattenstift und von Gosh eine Color Correcting Palette. Alles, was du dafür tun musst, um an diesem ziemlich coolen Gewinnspiel teilzunehmen, ist, dass du mir sowohl dein Lieblingsprodukt als auch dein Hassprodukt aus dem High-End-Bereich unten in die Kommentare reinschreibst. Ich bin meine Schminksammlung durchgegangen und habe wirklich ja jedes Produkt in die Hand genommen, habe überlegt, brauche ich es noch, brauche ich es nicht. Ich habe mit euch zusammen meine komplette Sammlung abgedreht und jetzt habe ich tatsächlich eine ganze Box mit Produkten mir zusammengestellt, mit Produkten aus dem High-End-Bereich, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob die noch weiter in meiner Sammlung bleiben dürfen. Wir beginnen das Ganze mit dem Fenty Beauty Pro Fitter Instant Retouch Primer. Das Problem bei diesem Produkt ist, dass es mattiert und ich habe eine trockene Haut. Da macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Der Primer kommt leicht getönt hier raus und sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Wenn ich ihn aber auf mein Gesicht gebe, und ich habe eben tatsächlich auch Gesichtspflege drauf gemacht, ne? Deswegen müsste eigentlich mein Gesicht auch entsprechend hydratisiert sein, aber es fühlt sich sehr fest an und man muss ihn halt wirklich ordentlich verteilen, um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Deswegen bin ich da immer so zwiegespalten, den zu verwenden. Und der ist einfach auch schon jetzt direkt dieser große Pumphub, den ich auch getragen habe, der ist schon weg. Und dabei habe ich noch nicht mal wirklich meine Nase geprimed oder um meinen Mund herum. Also das, ne, wird auch richtig von der Haut aufgesogen. Man kann natürlich sagen, Mensch Claudia, ey, 4 Milliliter, ne, die kriegst du doch gerade noch so aufgebraucht. Wenn du aber wirklich nicht dazu greifst, weil du sagst, oh nee, komm, das Finish, was der macht, ist irgendwie echt nicht geil, dann macht das ja auch keinen Sinn. Aber wir gucken einfach mal, wie er sich gleich mit der Foundation zusammen auch anstellt. Weil das Finish an sich sieht jetzt auch hydratisiert und gut aus, ne? Aber es fühlt sich irgendwie komisch auf der Haut an. Ich weiß nicht, vielleicht benutze ich den Primer auch einfach mal so ein bisschen als Feuchtigkeitstagespflege oder so. Oder als mattierende Tagespflege, dass ich dann einfach so aus dem Haus gehe. Ja, ich glaube, das kann ich machen, ne? Also vom Ergebnis her kann man das definitiv machen, der macht ja nichts. Sollte ich jetzt übrigens irgendwie dein Lieblingsprodukt verwenden oder so, dann ist es cool für dich, dass es bei dir funktioniert. Bei mir dann ja vielleicht doch nicht, aber das müssen wir ja mal in meinem Gesicht sehen. Und außerdem ist das hier natürlich auch kein Bash gegen irgendwelche Marken oder so. Jeder hat halt irgendwie ein anderes Gesicht und es kann halt einfach passieren, dass entweder Produkte mal irgendwann bei mir funktioniert haben und das jetzt nicht mehr tun oder dass meine Ansprüche sich verändert haben oder dass meine Gesichtshaut einfach nicht damit funktioniert. Kann vorkommen. Als nächstes verwende ich einen Concealer. Das ist von Hey Honey, der Trick and Treat Concealer in der Farbe Light to Medium Tone. Ich glaube, der ist mir zu dunkel. Deswegen habe ich den jetzt mit reingenommen. Denn ein Concealer sollte eigentlich ja nicht zu dunkel sein, ne? Hallo? Kommt da noch was? Das ist jetzt nicht... Ja, die Konsistenz ist interessant, ne? So schleimig irgendwie. Der war jetzt letztens erst irgendwo im Adventskalender oder in der Box mit drin. Also der dürfte jetzt eigentlich nicht schlecht sein. Riecht ein bisschen alkoholisch. Also ich werde jetzt nicht das Ganze hier verwenden, was auf die Hand gekommen ist. Ich habe jetzt hier ein angefeuchtetes Schwämmchen. Nehme da ein bisschen was von auf und gebe das unter meine Augen. Nee, der darf bleiben, denn der ist hell. Ich hatte den irgendwie dunkler in Erinnerung. Keine Ahnung warum. Da ist jetzt keiner drauf, da ist er drauf. Bisschen was macht er. Warum habe ich denn die ganze Zeit gedacht, der wäre so dunkel? Dunkelt der noch so stark nach? Oder was hatte ich da für komische Flausen im Kopf drin? Der ist voll gut. Aber darf bleiben, weil macht einen guten Job, ne? Beschwere ich mich nicht. Nö.
Ich glaube, ich sollte jetzt erst meinen Concealer setten, weil ich tatsächlich gleich eine Puder-Foundation verwende. Da habe ich hier bei, von Nude by Nature das Translucent Loose Finishing Powder. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal verwenden, um meinen Concealer hier unter den Augen zu setten. Hier hast du halt kein Netz mit drin. Nehme ich mir so einen Setting-Pinsel von Real Techniques. Und hier habe ich das Problem, dass ich persönlich finde, dass meine untere Augenpartie, wenn ich das Puder auftrage, sehr, sehr cakey aussieht und ich einfach dadurch 5 Jahre älter mindestens aussehe. Und das finde ich irgendwie blöd. Also ich habe den Pinsel wirklich ordentlich abgeklopft und nur ganz wenig Produkt aufgegeben. Aber ich finde wirklich, dass es meine untere Augenpartie älter wirken lässt. Und das ist, also das Puder setzt sich ganz merkwürdig auf dem Concealer ab. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich finde gerade hier so, nicht direkt unterm Auge, ne? Also nicht direkt hier am unteren Wimpernkranz, sondern genau hier so drunter. Das sieht so ganz, ganz trocken aus, wenn man das sieht. Also ich sehe das hier im Handspiegel, den ich hier so vor mich hinhalte. Das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte, wie der sich abgesetzt hat. Zum Vergleich, hier ist jetzt der Concealer ungesettet. Ich finde, das sieht man. Da würde ich den Concealer fast schon nicht setten, anstatt dass ich in Kauf nehme, dass ich hier drunter so eine komische, trockene Stelle bekomme, oder? Also ich nehme wirklich nur ganz wenig auf den Pinsel drauf, den habe ich gerade abgeklopft. Und tupfe das so unter mein Auge. Und es passiert schon wieder. Da wird es ganz trocken. Das sieht super seltsam aus, wie sich das absetzt, ne? Und wenn ich jetzt mit so einem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen drüber gehe, hilft das auch nicht. Du hast hier irgendwie so einen komischen Strich. Das stört mich total. Ich werde das nachher nochmal über meinem Gesicht auch ausprobieren. Wobei ich jetzt eine Puder-Foundation verwende, das ist dann auch wiederum schwierig. Denn als Foundation habe ich von Bare Minerals diese hier. Das ist die Bare Minerals Original Puder Foundation Schlag mich tot Medium Beige 12 ist die Farbe. Die war irgendwo mal als Probe mit dabei. Und mir wurde empfohlen, dass man sich das in den Deckel macht. Huch, da ist jetzt ein bisschen viel drauf. Nicht mein Plan gewesen. Und eigentlich muss man dafür einen Kabuki-Pinsel nehmen. Ich habe keinen Kabuki-Pinsel, ich habe nur halt solche Foundation-Pinsel. Und damit versuche ich das aufzutragen, weil Kabuki-Pinsel sind doch sehr ähnlich. Und ich finde, der hier von Essence kam mit einem Kabuki-Pinsel am nächsten ran. Und dann soll man richtig, weil das halt auch von der Fännchenform her irgendwie passte, in dieses Fännchen reingehen. Und das Puder in den Pinsel einarbeiten. So wurde es unter dem Video geschrieben, wo ich das nachgefragt habe. Das staubt aber ziemlich, Leute. Ich finde, das verbraucht ganz schön viel Produkt. Okay, dann kann man das abklopfen und damit dann in kreisenden Bewegungen übers Gesicht gehen. Gut, die Foundation-Farbe passt jetzt eher so gar nicht gerade. Rühre, rühre. Ich finde das super anstrengend übrigens, das so aufzutragen. Und allein, weil ich das viel zu anstrengend finde, das Produkt so aufzutragen und zu verteilen, wird es gehen. Und guck mal, wie fleckig das aussieht. Das geht ja gar nicht. So braun werde ich auch im Sommer nicht. Das tut mir leid, aber das wird nicht passieren, Claudia. Niemals wirst du so braun werden. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich dann irgendwann in meinem Bare Minerals Video auch gesagt habe, zum einen, im Sommer kann ich die garantiert super verwenden und zum anderen habe ich da, glaube ich, auch gesagt, dass es sich lohnt, weil das Ergebnis, was die Foundation macht, schön ist. Was stimmt. Also vom Ergebnis her finde ich es schön. Ich werde das jetzt hier auch am Hals ein bisschen verblenden müssen, weil... Ciao. Funktioniert einfach nicht sonst. Was ich aber trotzdem halt schwierig finde, ist, dass du machst dir halt echt eine Mühe, ne, mit der Foundation. Das Ganze hier immer einarbeiten und verblenden und hin und her. Und ich finde es super anstrengend. Ich habe einen Krampf in meiner Hand. Ich habe keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Aber ich möchte ja, dass es halbwegs schön aussieht, weil ich ja auch andere Produkte verwende und gleich auch testen werde. Wo ich einfach hoffe, dass die wenigstens dann schön aussehen. Aber die Base muss dafür stimmen. Ich rege mich gerade über mich selber auf, dass ich diese Foundation ausgewählt habe, um sie mit ins Video zu nehmen, weil ich sie dadurch ja verwenden muss. Hirnrissig. Also, hirnrissig sich jetzt darüber aufzuregen, weil das hier ist ja ein Video Top oder Flop. Oh, ich mag die nicht mehr weiter ausblenden, weil das einfach wehtut in meiner Hand. Ich will es einfach nicht noch weitermachen.
das Finish an sich ist super schön, wirklich. Also es ist, ne, wenn man das halt ordentlich einarbeitet, es ist schön auf der Haut, es verbindet sich schön mit der Haut, es kriecht nicht in irgendwelche Poren rein, es macht halt auch irgendwie was Schönes im Gesicht, aber ich habe keinen Nerv dazu, die so einzuarbeiten. Echt nicht. Wirklich nicht. Die hat eine ganz leichte Deckkraft. Ja. Aber es ist nicht... Nee, es ist es für mich jetzt gerade überhaupt nicht wert und ich reg mich gerade einfach nur drüber auf. Ja. Ich habe hier auch zwei flüssige Highlighter, Cream Highlighter, wie auch immer. Das ist einmal von Benefit das High Beam, dieses hier, was ich auftragen möchte. Und von Urban Decay Naked Skin Highlighting Fluid. Das ist dieses hier in der Farbe... Ich wollte gerade sagen Not For Sale, aber nein. Hast du eine Farbe? Nein. Trage ich mal auf. Ich weiß nicht... Diese flüssigen Highlighter, wenn man so eine Puderfoundation hat, macht man dann die da drunter oder macht man die da drüber? Aber weil man die Puderfoundation ja so intensiv einarbeitet, hatte ich eigentlich gedacht, dass man das Produkt dann ja verwischt. Dementsprechend mache ich das jetzt halt da drüber auf. Das hier ist jetzt einmal der von Urban Decay und den arbeite ich hier mit meinem Beauty-Schwämmchen ein. Ich bin nämlich eigentlich überhaupt kein Fan von flüssigen Highlightern. Okay, den siehst du auch nicht so intensiv. Man sieht ihn ein bisschen. Er ist halt so ein nasser, dezenter Glow, der dann da ist, was irgendwie schon schön ist. Ja, du hast hier nur ganz leichte Schimmerpartikel. Nee, ich guck gleich mal. Einen von beiden tue ich auf jeden Fall weg. Jetzt nehme ich hier von Benefit den High Beam. Oh, der kommt mit so einem Pinselchen. Wow. Oh wow, da kommt aber deutlich mehr Produkt. Hallo. Dann nehme ich jetzt hier unten das Schwämmchenteil, damit sich das nicht halt vermischt und kein verfälschtes Ergebnis herbeigeführt wird. Ups! Und sie guckt ins Display und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Das war... Oh mein Gott! Das sieht aus, als hätte ich einen Eimer Wasser ins Gesicht gekriegt. Das sieht aber gut aus. Ach, Schiete! Das gefällt mir. Also ein bisschen zu übertrieben, aber da kommt ja gleich noch Puder drüber. Könnte ich jetzt theoretisch einmal über die ganze Foundation machen, komm. Einfach, weil ich das schön finde und das Ganze irgendwie aufhält. Als hätte ich einen Glow Primer verwendet. Der von Urban Decay. Ach, der ist aber auch schön. Ich werde beide behalten und beide versuchen in meine, nicht Alltagsroutine, sondern in diese Routine mit reinzubringen, wenn ich mich für ein Video schminke. Genau, und die mache ich dann quasi unter die Foundation. Ich glänze jetzt ein bisschen so vor mich hin, aber ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich. Die beiden kommen in die Schminkbox hier auf meinem Tisch rein, dass ich die dann auch einfach verwende, wenn ich Videos drehe. Genau, so mag wie das. So, dennoch abpudern. Das wollte ich machen, auch wenn mein Gesicht jetzt sich nicht unbedingt so anfühlt, als müsste es abgepudert werden. Aber eine Foundation muss ja normalerweise abgepudert werden. Eine Puderfoundation wahrscheinlich eher nicht, aber ich tue es jetzt trotzdem mit dem Nude by Nature Powder. Vielleicht ist das eigentlich auch eher so ein Puder, was man sich dann übers Gesicht geben sollte und nicht an die untere Augenpartie. Ich weiß es nicht. Müssen uns gleich mal angucken. Dieses Video soll ja auch nicht dazu dienen, jetzt irgendwie einen 1A nachschminkbaren Look zu schminken, sondern um die ganzen Produkte zu testen, wie sie halt so funktionieren. So kann ich für mich zum Beispiel entdecken, hey cool, diesen Highlighter, Flüssig-Highlighter kann ich Full Face aufgeben, eben um die Foundation allgemein mal aufzuhellen oder um mir einen Glow ins Gesicht zu geben. Ne? Also das mache ich auch gerne mal so off-camera mit irgendwelchen Produkten random bei mir aus dem Sortiment. Und deswegen nehme ich euch jetzt auch einfach mal mit und gebe dem Kind einfach nur mal einen Namen. Denn so, jetzt mit diesen Highlighter-Viechern drunter und mit dem Puder drüber, sieht die Foundation irgendwie ganz anders und richtig gut aus, oder? Das ist total verwirrend, aber das ist halt, wenn du manche Produkte so in Kombination verwendest, dann wirkt es auf einmal ganz anders und das finde ich so bemerkenswert. Und ich finde auch von der Nähe kann sich die Base, also die Grundbase, richtig ordentlich sehen lassen. Da ist nichts irgendwie cakey oder abgesetzt oder so, das sieht voll gut aus. Aber das ist halt auch ziemlich viel Arbeit jetzt gewesen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das heißt, die Foundation geht safe und das Puder werde ich jetzt tatsächlich erstmal nur fürs Gesicht verwenden und nicht für die untere Augenpartie. So der Plan. Viel Arbeit, denn der erste Part bis jetzt gerade hat eine halbe Stunde gedauert. Das merke ich immer, weil eine halbe Stunde kann meine Kamera immer pro Sequenz aufnehmen. Wahnsinn! Eine halbe Stunde für Primer, Foundation und Puder. Wow!
Okay, wir nehmen jetzt aber einen Blush. Und zwar habe ich hier als Blush ebenfalls von Bare Minerals aus dem Adventskalender. Das ist die Farbe Hint. Die habe ich mir jetzt rausgesucht, weil ich finde, dass die mir einfach zu hell ist und man sie quasi nicht sieht. Auch das ist ein Puderprodukt und die hat leichte Schimmerpigmente mit drin. Ich arbeite das Produkt ordentlich in meinen Pinsel ein. Klopfe ab. Und gebe mir das dann auf. Man sieht es quasi nicht. Also es ist mehr ein Highlighter, als dass es ein Blush ist, finde ich. Und ich habe relativ viel Produkt am Pinsel, um ehrlich zu sein. Also normalerweise verwende ich nicht so viel Blush. Und wenn man, also, wird es halt hier auf einmal zu viel, ne? Also ich finde, dass man losen Blush einfach nicht wirklich portioniert bekommt oder dosiert vor allem. Hier habe ich jetzt zu viel, da habe ich zu wenig. Der wird wandern. Klar lässt er einen frischer aussehen. Ich mag auch Schimmerblushes total gerne. Aber irgendwie komme ich nicht damit klar, dass er lose ist. Also ich komme mit losen Highlightern super klar. Mit losen Pudern komme ich gut klar. Aber lose Blushes und lose Bronzer, das ist immer so ein Mysterium für mich. Wie teuer war dieser Bare Minerals Adventskalender nochmal? Und wie sehr habe ich ihn nochmal gefeiert? Müfft. Okay, als Bronzer habe ich jetzt hier von Too Faced ein. Das ist jetzt schon das erste Too Faced Produkt, Pineapple Sun. Das war in so einem Kit mit drin. Hier finde ich einfach die Größe schwierig. Das ist der Tutti Frutti, da hast du einen Blush und einen Highlighter drin, Bronzer und einen Highlighter. Das Problem ist, dass du mit dem Pinsel einfach nicht wirklich nur den Bronzer aufnehmen kannst. Denn normalerweise verwende ich einen großen Bronzerpinsel, verteile das Ganze großflächig im Gesicht. Ich habe mir jetzt einen ganz, ganz winzig kleinen Bronzerpinsel genommen. Das ist eigentlich eher ein Contouring-Pinsel aus einem BH Cosmetics Pinselset. Und damit versuche ich jetzt tatsächlich nur diese Bronzerfarbe zu erwischen, die halt schon seidig ist, also die ist ein bisschen glänzend. Dann versuche ich mir das aufzutragen. Das ist jetzt eigentlich eher so ein Contouring-Pinsel. Ja, irgendwie schon, ne? Versuche ich damit auch mal reinzugehen. Vielleicht, ja, aber der nimmt gar keine Farbe hier auf. Muss eigentlich schon doll reingehen, um da überhaupt Farbe auf den Pinsel zu kriegen. Das nervt mich halt, weil ich habe so schöne Bronzerprodukte und das ist eben das Ding, ne? Ich habe eine so große Sammlung, das heißt, da kann man dann auch mal sagen, nee, komm, das Produkt ist es einfach nicht wert gewesen und das bleibt jetzt auch einfach mal nicht in der Sammlung, sodass man dann halt irgendwann auch mal aussortiert und sagt, selbst wenn es High-End ist und selbst wenn es Too Faced ist, die Marke liebe ich ja, ne? Das funktioniert einfach nicht. Ich meine, gedacht ist es ja, dass du wirklich mit dem Pinsel in beide Farben reingehst. Dann kannst du auch ordentlich rühren und kriegst was auf dem Pinsel. Aber dann, das ist mir dann einfach zu viel. Weil wenn ich dann zum Beispiel auch einen Schimmer Highlighter trage, dann nachher noch Highlighter auftragen werde, was ich tun werde, es wird dann alles einfach zu viel im Gesicht, sagte sie und hatte sich vorher Fullface Highlighter aufgegeben. Aber das ist dann halt dieses normale Glow-Gedönsen, was ich mir gerne in die Base mit reingebe. Aber wenn ich nachher Bronzer zum Beispiel auftrage, dann möchte ich den gerne schon matt haben. Das ist... Ich möchte... Och Mann, ich bin so unentschlossen, aber das hier ist ein Top- oder Flop-Video, Claudia. Du musst dich jetzt entscheiden. Es tut mir so weh in der Seele, echt, aber ich sortiere den aus. Ja, ciao. Highlighter. Kia T London. Den hatten wir im Adventskalender, glaube ich, drin von Glossybox in der Farbe Soul Ties. Der ist wunderschön vom Packaging. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Du hast hier Sternchen drauf, du hast hier ein Schleifchen drauf. Mega süß, mega liebevoll. Auch von innen unfassbar schön, diese Sternchen, die da drauf sind. Aber zum einen mag ich es nicht, wenn Highlighter rosa sind. Mag ich einfach nicht. Zum anderen mag ich es nicht, wenn Highlighter glitzern. Und du siehst hier im Fännchen schon richtig heftige Glitzerpartikel. Es sind nicht nur Schimmerpartikel, es ist Glitzer. Den habe ich auch schon ein paar Mal versucht zu verwenden. Und der schon auf dem Finger, ne? Ist sogar so ein bisschen holographisch und ich mag einfach keine holographischen Highlighter. Eieieiei. Luisa Crash and Pinsel Set. Die Pinsel verlinke ich auch unten in der Infobox. Gehe ich hier rein. Richtig derbe was auf dem Pinsel. Gebe das über mein sowieso schon sehr gehighlightetes Gesicht, aber ne, wir sind hier ja nicht. Also finde ich den schön. Ich finde den süß, aber der hat richtig heftige pinke Glitzerpartikel drin. Und das finde ich furchtbar. Das müsste man hier auch recht gut sehen. Das sind so pinke und goldene Glitzerpartikel. Es ist nicht Schimmer, es ist kein nasser Glow.
Es sind Glitzerpartikel und das will ich nicht. Das mag ich nicht. Das finde ich nicht schön. Trage ich hier jetzt auch nochmal von Namen auf. Natürlich trage ich jetzt bewusst auch mehr Produkt auf, Leute, ne? Damit man das halt auch sieht. Das hier ist jetzt kein Look, mit dem ich gleich noch weiter Videos drehe oder durch die Gegend laufen werde. Also ich bleibe damit auf jeden Fall zu Hause, zumal ich sowieso aktuell zu Hause bleibe. Von Weitem sieht der schön aus, aber von Namen sieht der vollkommen furchtbar aus, finde ich. Diese pinken und goldenen Glitzerstückchen da drin. Nein. Und da kann der noch so schön aussehen vom Packaging und von der Fännchengeschichte und so. Nee. Ein Setting-Spray, was ich wirklich aussortieren möchte, habe ich jetzt nicht mit dabei. Deswegen nehme ich jetzt eins, was gut ist, einfach um den Produkten auch nochmal die Chance zu geben, gut zu sein. Da habe ich hier Max Fix Plus, ne? Wird natürlich nicht aussortiert, das ist gut. Es dient halt auch dafür, dass die Texturen sich jetzt nochmal mit der Haut verbinden. Was wir jetzt machen, sind Augenbrauen. Da habe ich von Delilah Brow Groom dieses Produkt. Das war auch, glaube ich, in der Glossybox oder in dem Adventskalender mit drin. Habe ich in der Farbe Sable. Oder war es in der Look Fantastic Box mit drin? Das weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Ja, das ist sehr, sehr praktisch, denn das hat hier an dieser Seite ein Spoolie und an dieser Seite halt dieses Rausdrehvieh. Was ich hier nicht mag, ist zum einen diese Dreieckstropfenform, weil das doch ziemlich schwierig in der Anwendung ist. Und ich glaube, die Farbe war auch nicht unbedingt passend. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Aber jetzt, wo ich das auftrage, sehe ich, dass die Farbe dann doch besser passt, als ich das in Erinnerung habe. Also von daher geben wir dem Ganzen auf jeden Fall hier nochmal eine Chance. Kannst damit jetzt halt nicht präziser arbeiten, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so diejenige bin. Oh, zack. Reden und malen, Claudi. Reden und malen. Super Idee. Ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der sich so ultra feine Augenbrauenhärchen nachmalt oder so. Für mich ist es halt wichtig, dass meine Augenbrauen halbwegs nach was aussehen. Gut, dass ich das jetzt nochmal probiert habe. So schnell kann ich meine Meinung ändern, ne? Hallo, mein Name ist Claudi und ich bin vom Sternzeichen aus Zwilling. Das ist eine Eigenschaft von meinem Sternzeichen. MAC Soft Ochre Paint Pot Pro Longwear, das war gerade vollkommen durcheinander gequatscht, wird viel als Eyeshadow Base genommen. Ich habe andere, die ich cooler finde. Ich finde den einfach zu pastig, zu dick. Es ist ja auch eigentlich eher ein Creme-Lidschatten, der dann umfunktioniert wurde. Bei manchen funktioniert der super, bei manchen, die finden den extrem nicht so geil. Und ja, ne? Wird jetzt aber von mir aufgetragen. Dann nehme ich von Real Techniques den Deluxe Crease Brush, habe es auf dem Pinsel drauf und verteile das auf meinem Lid. Und dadurch, dass der halt so pastig ist, wirkt der auch sehr, sehr trocken auf meinen Augenlidern. Ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist oder ob andere auch diese Erfahrung haben. Ich finde es halt wirklich furztrocken. Und dann wirkt der halt auch so ein bisschen fleckig, finde ich. Mir wurde auch gesagt, Mensch Claudi, trag den noch irgendwie mit einem feuchten Pinsel auf, trag den mit einem Beautyblender auf, trag den mit dem Finger auf, mach dies, mach das, mach Ananas. Habe ich alles versucht. Bislang funktioniert es tatsächlich auf diese Art und Weise am besten. Ich habe den ja auch nicht erst seit gestern. Aber das ist immer wieder Kacke. Selbst wenn ich das dann so mit dem Finger versuche einzubappen, hier der betont voll die trockenen Stellen. Also der darf mich nun verlassen. Offiziell. Kommen wir nun zu den Augen. Ein Raunen geht durch den Raum. Too Faced Sweet Peach. Ich finde die langweilig, Leute. Die ist einfach für mich in meinen Augen super langweilig geworden und deswegen ist sie jetzt hier. Sie darf jetzt heute noch einmal beweisen, dass sie was drauf hat. Ich habe gesagt, auch in meinem Lidschattenpalettenvideo, dass die per se für einen Alltagslook ganz gut ist, wenn ich jetzt hier so mich an dieser Seite aufhalte. Sobald ich aber auf diese Seite komme, wird das Ganze einfach viel, viel, viel zu dunkel. So, ich versuche jetzt noch einmal einen richtig geilen Look damit zu schminken und ich hoffe, dass es mir gelingt, weil dann werde ich sie behalten. Wenn es aber einfach doof aussieht, dann wird sie gehen. Ich liebe Too Faced. Ich finde die Verpackung echt toll. Ich mag diese Metallschließe und dieses Ganze drumherum. Ich mag die Haptik. Ich mag es in der Hand zu halten. Ich liebe die Größe. Ich finde den Spiegel schön, auch wenn er hier wirklich winzig klein ist und durch dieses Peach echt sehr verdeckt wird. Ich mag eigentlich auch die Vielfältigkeit, die diese Palette bietet. Ich mochte den Preis nicht unbedingt von der Palette, weil die war ganz schön teuer. Die habe ich aus eigener Tasche bezahlt und ich glaube, das war auch meine erste High-End-Lidschattenpalette, die ich mir selber gekauft habe. Aber ich möchte, dass eine Palette, die so teuer war, halt auch wirklich was bringt. Damit möchte ich nicht nur einen langweiligen Alltagslook schminken, sondern ich möchte, dass diese Palette halt auch ein bisschen Power hat. Wir gucken das einfach mal jetzt zusammen.
drücken die Daumen und hoffen, dass es funktioniert. Mit White Peach werde ich mein Lid einmal setten. Gut, die Lidschattenbase, die drunter ist, macht das Ganze halt auch nicht besser. Aber wir geben unser Bestes. Püree kommt in die Lidfalte. Lässt sich schön ausblenden. Ich bin gerade super angespannt, weil das einfach so traurig ist, wenn ich die aussortieren werde. Für mich einfach, ne? Bless Her Heart kommt mit so einem etwas fluffigen Smudgerpinsel nach außen. Lässt sich aber dennoch auch schön einblenden und auch mit dem Pinsel ordentlich auftragen. Delectable kommt in meinen Innenwinkel, beziehungsweise in das innere Drittel. Auch wieder dieser Pinsel, das hat auch einen leichten Schimmer drin. Da nehme ich einen anderen Smudger-Pinsel, mit dem ich dann präziser arbeiten kann. Ich mache mir jetzt auch hier mit so einer Art Halo-Eye. Aber die Farbe ist Mist. Ich hätte mir die eher schimmernd gewünscht, also mehr schimmernd als so. Auch mit dem Finger wird die jetzt nicht unbedingt intensiver, sondern viel mehr fleckiger. Bellini setze ich mir ins Zentrum. Auch wieder mit dem Smudger-Pinsel. Ne. Mit dem Finger. Ich werde das Lila in der Mitte jetzt mal versuchen, so ein bisschen mit Peach Pit, das ist dieser dunkle Schimmerton, ein kleines bisschen zu toppen, damit ich da etwas mehr Schimmer habe, weil so gefällt mir das nicht wirklich. Und das gefällt mir auf jeden Fall besser, auch wenn es nicht optimal ist. Nektar setze ich mir in den Innenwinkel. Und da gehe ich mit einem ganz, ganz fest gebundenen Blendepinsel rein. Das ist so ein Zwischending zwischen Point Brush und Blendepinsel. Ui, da habe ich aber gerade ganz viel Vorlaut. Ii, weg damit. Von dem Lila. Das wollen wir da nicht haben. Nein, 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 nein. Verblend das auch einfach so bis nach oben hindurch, einfach um die Kanten auch ein bisschen zu verblenden. Weil der Pinsel dafür auch gerade so ein bisschen geeignet ist. Cobbler kommt an den unteren Wimpernkranz. Und Nektar kommt auch unter meinen Augenbrauenbogen. Das wäre jetzt der Look, was ich so maximal aus der Palette rausholen könnte. Leute, das ist nix. Die Farben sind einfach zu... Die haben zu wenig Leuchtkraft. Ich finde die zu langweilig. Um so einen Look zu schminken, würde ich niemals zu der Palette greifen. Tut mir leid, aber die Palette wird mich nun verlassen. Mann. Ja, als Eyeliner verwende ich jetzt von Bella Pia Cosmetics den Gel-Eyeliner. Das ist dieser hier. Der wird jetzt mal getestet, ob der überhaupt als Eyeliner funktioniert. Mal schauen. Ich finde das immer schwierig, wenn du so ein Plastikvieh hast und nicht weißt, wie du das anspitzen sollst. Also, wenn ich das mit einem Anspitzer anspitze, habe ich Angst, dass ich mir den Anspitzer kaputt mache. Aber wenn er gut ist, nicht abstempelt und auf dem Auge gut performt, dann nehme ich das in Kauf. Man muss schon ein bisschen doller drücken, um was aufs Auge zu kriegen. Ich gucke mal, ob ich damit einen Wing hinkriege. Wimpernkranz verdichten funktioniert in der Theorie schon. Hier oben bin ich ein bisschen abgerutscht, aber ich versuche mir einen Wing zu ziehen. Das funktioniert eher schlecht als recht. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ja. Weil du damit einfach keine Spitze hinbekommst. Das funktioniert einfach nicht. Nö. Ciao. Beim Ziehen eines Wings ist dieser Eyeliner einfach mal abgebrochen. Hä, und dann malt er einfach auch viel besser. Vielleicht war das nur das erste Overspray oder so, was mal ab musste. Das heißt, es war dann gar nicht so verkehrt, dass die Spitze mal abgebrochen ist. Naja, komm, so als Alltagseyeliner kann man den so stehen lassen. Das ist okay, oder? Jo. Als Mascara habe ich die hier von Tarte. Das ist die Gifted Mascara, wo ich irgendwie immer wieder, wenn ich sie in der Hand hatte, um sie in meine Schminkbox zu legen, sie weggelegt habe. Und ich weiß nicht, warum. Also irgendwas hat dieses Produkt an sich, dass ich sie nicht verwenden will. Und ich weiß nicht, warum. Deswegen werde ich sie jetzt verwenden und gucken, ob ich sie mag oder nicht. So. Ist das Bürstchen? Riecht ein bisschen muffig, aber vollkommen in Ordnung. Ist das ein Kunsthaarbürstchen oder ein Gummibürstchen? Kann man nicht so ganz genau definieren. Ja. Ohne Mascara. Erste Schicht.
Zweite Schicht. Dritte Schicht. Warum zur Hölle habe ich da nicht zugegriffen? Die ist mega gut. Boah, die gefällt mir. Und also, die muss demnächst mal sowas von verwendet werden. Die ist richtig schön. Die macht Schwung in die Wimpern. Aber mega schön. Die macht lange Wimpern. Ich habe keine Wimpernzange verwendet, Leute. Das ist so ein schönes Ergebnis. Das gefällt mir richtig gut. Sehr schön. Also, ne, jetzt auch aus der Entfernung, der Augenlook ist langweilig, oder? Das ist halt irgendwie smoky, keine Ahnung, so ein bisschen. Aber dieses Lila, dieses Grün, das siehst du null. Das strahlt nicht, das macht nichts. Das sieht halt sehr natürlich und sehr pastellig aus. Und das bei einer, also, das ergibt gar keinen Sinn in meinen Augen. Deswegen muss die leider gehen. So, das ist jetzt halt die Strafe dafür. Selbstbestrafung, toll. Okay, ja, Lippen. Ich habe jetzt keinen Lip Liner, den ich aussortieren möchte an sich, aber ich habe hier Lip Liner immer wieder mit reingenommen, weil ich einfach für mich überlegt habe, Claudia, du verwendest einfach zu wenig Lip Liner, du musst es mehr tun. Das ist von House Laboratories einer, der ist aber gut, also den werde ich auch nicht wegtun, ne? Das ist einfach nur, um mich strafend daran zu erinnern, dass ich ihn verwenden muss. Ja, deswegen trage ich ihn jetzt auf und der passt halt zum Lippenstift. Der ist richtig gut. Der ist schön soft, lässt sich super leicht auftragen. Hat eine geile Farbe. Claudia, du musst mehr Lip Liner verwenden. Es ist einfach so viel schöner. Alles ist schöner mit Lip Liner. Kitzelt zwar, aber macht immer ein schöneres Ergebnis als ohne Lip Liner. Lippenstift. Da habe ich hier von Barbour diesen hier. Den hatte ich auch mal in der Barbour Box. Und das ist auch schon 100 Jahre her. Ich finde den einfach zu klobig und irgendwie deswegen verwende ich den nicht. Der ist eigentlich schön. Creamy Lip Color 17. Ne? So heißt er. Der ist ziemlich witzig. Ne? Denn das ist so zum Reinschieben. Okay, ja. Es ist auch irgendwie eine richtig schöne Farbe. Aber ich greife da nie zu. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ah, oh, der passt jetzt gerade super zum Lip Liner. Der ist richtig schön. Passt natürlich jetzt auch irgendwie zum Augen-Make-up, ne? Der ist wirklich schön. Aber warum greife ich da nicht zu? Das ist echt eine Frage, ne? Das hat überhaupt keinen Sinn. So eine schöne Farbe, so ein schöner Braunton. Wirklich ein schönes, neutrales, ein bisschen kühles Braun, was die Zähne auch schön gelb, gelb vor allem, weiß aussehen lässt. Und ich lasse ihn immer stehen und greife da nicht zu. Das ist doch Blödsinn, oder? Der bleibt safe. Und gerade so in Kombi mit dem Lip Liner, das finde ich gerade echt voll krass. Das habe ich auch so zusammen noch nie verwendet. Kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar hatten wir das hier letztens erst in einer Look Fantastic Box, glaube ich, mit drin. Das ist von Art Deco, dieser Lipstick Sealer. So, natürlich, ich habe jetzt einen relativ cremigen Lippenstift drauf. Aber ich möchte den jetzt noch einmal verwenden, um zu gucken, ob ich den jetzt mag oder nicht. Denn das ist halt so ein Pinselchen, Magic Fix, das pinselt man sich drauf. Das ist sehr alkoholisch, weil irgendwie irgendwas muss da ja drin sein, was die ganze Geschichte ja auch komisch macht. Und der soll halt machen, dass dein Lippenstift nicht abstempelt. Der ist einfach nicht kussfest. Das ist wie ein Nagellack, ne? Ich meine, das hatten die auch, nee, bei der Instabox war das mit drin, glaube ich. Das hatten die auch in das Heftchen reingeschrieben. Dass es dazu kommen kann, dass es ein bisschen kribbeln wird. Jetzt ist das Brennen auch schon wieder weg. Ja, weil der quasi ja auch anzieht. Kann ich alles vollkommen nachvollziehen. Macht ja auch irgendwo Sinn. Aber ich weiß nicht. Hat das einen Sinn? Hat das einen Grund? Ich lasse das mal kurz ein bisschen antrocknen. Und jetzt machen wir nochmal den Kusstest. Es ist immer noch nicht hundertprozentig kussfest. Ein bisschen geht immer noch was von ab. Und dafür, wenn die Lippen nochmal einpinseln, so ein Brennen haben, ein Kitzeln haben, nein. Ciao. Ihr Lieben, es ist ganz schön viel weggewandert. Aber trotzdem habe ich auch ein bisschen wieder was für mich so entdeckt. Zum Beispiel den Augenbrauenstift, die Mascara, voll geil. Lippenstift, Lip Liner Kombi finde ich auch ultra cool. Ja, deswegen, ne? Solche Videos bringen mir definitiv was und
denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, habe ich dir eben schon gesagt. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!